So weit war es mit ihm gekommen. Da hat er viele Jahre lang die Bestsellerlisten dominiert. Er war der Liebling des Feuilletons und jetzt das. Der alte Schriftsteller seufzte. 28 Dramen, 13 Gedichtbände, unzählige Essays, übersetzt in über 30 Sprachen. Nun hat er seit Wochen keinen gescheiten Satz mehr zu Papier gebracht. Dabei war ihm nichts Literarisches fremd. Er hatte wirklich alles ausprobiert. Ach, man kann ihn mit Fug und Recht als den geistigen Vater vieler literarischer Stilrichtungen bezeichnen. Surrealismus, Neogrobianismus, absurdes Theater und dann Fluxus. Wie hatte er damals die Fluxusphase geliebt? Ja, damals auf der Frankfurter Buchmesse 1973, als die Kritiker ihn geradezu in den Olymp der Literatur hoben. Und wie er dann bei der Podiumsdiskussion mit Peter Handke diesen ganz ehrlich seine Meinung über die Angst des Tormanns beim Elfmeter sagte. Und Handke wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben keine Antwort mehr hatte. Er saß einfach nur da mit offenem Mund und sagte nichts mehr. Ja, die Buchmesse 1973. Gedanken verloren, starrte der alte Literat an diesem trübsinnigen Frühlingstag in seinem Garten. Was hatte er nicht alles versucht? Erst kürzlich hatte er ein Gedicht geschrieben für die Frankfurter Rundschau. Ein tolles Gedicht, das kritisch die Missstände in einem Land beleuchtet. Und es war schon gar nicht so leicht, das passende Land zu finden. Zu blöd, dass Israel und Griechenland schon vergeben waren. Der Günther mal wieder. Schnell stellte sich heraus, dass Luxemburg als Thema nicht besonders tragfähig war. Aber dann kam ihm die rettende Idee. Spanien, Stierkämpfe, Massentourismus, die Schuldenkrise, die Bankenkrise, der Rettungsschirm und alles in einem charakteristischen Flamenco-Rhythmus. Und was machen die Banausen von der FR? Wollen das Ding nicht mal als Leserbrief veröffentlichen. Wie anders war das doch auf der Documenta 1982, wo der Maler Sigmar Polke zu seinen Texten ein Happening veranstaltete. Der Autor las aus seinem Gedichtband Erhärtet, während drei Assistenten nach Polkes Anleitung in einem Tank in Kunstharz badeten. Die Szenerie inspirierte den Autor spontan zu dem durchaus treffenden Vers: Die stolzen Recken aus der Meisterklasse alsbald erhärtet in der Kleistermasse. Einer von den dreien, so meinte er sich zu erinnern, steht übrigens heute noch als Block in der Modern Tate Gallery. Oder war das im Louvre? Wieder starrte er in den Garten. Von seinem letzten Geld hatte er sich am Tag zuvor einen großen Beutel Vogelfutter gekauft, auch wenn die kalten Tage längst vorbei waren. Die munteren Gesellen machten sich begeistert über Haferflocken, Haselnüsse und Sonnenblumenkerne her. Sie waren zurzeit wirklich seine einzige Freude. Er lächelte, als sich einige Vögel um den Platz im Futterhäuschen stritten. Von der großen Tanne näherte sich eine Amsel, die zunächst auf dem Dach des Vogelhauses landete, sich dann fallen ließ, um im Flug mit einer geschickten Drehung auf den Rand des Futterhauses zu landen. Sie schlug zwei Grünfinken in die Flucht. Ja, ja, der Kampf ums tägliche Überleben, dachte er. Hier im Tierreich sah man das wahre Leben. Brutal, ungeschminkt und absolut authentisch. Toll, das hatte schon fast dramatische Züge. Ja, Drama. Das ist es. Wieso hatte er jahrelang über Stoffe in fernen Ländern und andere Kulturen nachgedacht? Die besten Geschichten passierten doch direkt vor seiner Tür. Und dann hatte er es. Eine Tragödie. Eine Vogeltragödie. Und zwar in Echtzeit. Etwa so. Auftritt Blaumeise von rechts. Hüpft zögerlich über den Rasen. Taube nähert sich aus dem Hintergrund. Das ist genial! Von jetzt an würde er genau aufschreiben, was in seinem Garten passiert. Und genau das wäre sein nächstes Drama. Nicht mehr und nicht weniger. Moment, was haben wir jetzt schon wieder gemacht?
Eine Amsel pflückt gierig die noch unreifen Beeren aus dem Maulbeerbaum. Die Taube hält sich noch immer im Hintergrund. Fantastisch, dachte er, vermeintlich banal, und doch zeigt sich hier die pure Lust am Sein. Doch es ging schon weiter. Auftritt von links. Drei Grünfinken fliegen gleichzeitig das Vogelhaus an. Durch heftiges Flügelschlagen fechten sie aus, wer von ihnen das Futterhaus als erster betreten kann. Ein besonders prächtiges Grünfinkenmännchen gewinnt. Beim Gedanken an das prächtige Grünfinkenmännchen fiel ihm der eitle Theaterkritiker Bardo von Albersleben von der Süddeutschen Zeitung ein. Wenn der das liest, dachte der Dichter, dem wird die Kinnlade runterfallen. So wie damals Peter Handke auf der Frankfurter Buchmesse 1973, als er ihm endlich mal die Meinung gegeigt hatte und Handke zum ersten Mal in Schockstarre verharrte. Oh, Taube geht ab. Er blickte auf sein Blatt. Nur Regieanweisungen bis jetzt. Vielleicht ein bisschen eintönig. Aber er könnte die Vögel ja auch mal reden lassen. Ja.